Hallo und herzlich willkommen zur 299. Folge Punkt 2, nicht zu vergessen. So, wo war ich stehen geblieben? Wir waren letzte Folge dabei, euch zu erzählen, was denn überhaupt hier Fakt ist, ne? Und wer da überhaupt alles dabei ist. Ich habe schon zwei Gäste verraten, nämlich den Tomcat und den lieben Delfino. Der Enrico ist auch dabei. Schon der Proton. Gibt's doch nicht. Der Enrico ist auch dabei. Und dann sind noch ein paar Special-Gäste dabei. Nämlich einmal der Sonnenschein. Der Sonnenschein ist dabei. Den Sonnenschein kennt ihr wahrscheinlich. Vor kurzem hat der liebe Sonnenschein bei Opa Zeron. Salam. Da habt ihr schon was gesehen, ja. Jetzt kann ich ja zeigen. Guckt es euch an. Das soll gebaut werden. Ja, das soll gebaut werden. Und da komme ich gleich dazu. Und der liebe Sonnenschein hat bei Operation die. Wie hat er das genannt? Hier Portalwelt? Nee, gleich hier Kopie. Hallo. Hallo? Hallo. Ich bin wieder da. Ja, verrückt. Wie hat er denn das Aber. genannt? Enrico? Ja. Wie hat denn der Sonnenschein die Welt von Oberzeron genannt, die er kreiert hat? Also, der Ich glaube, Nachbar? Parallelwelt, Ah, oder? Parallelwelt, genau, so hieß das. Paceron nennt das, glaube ich, auch Spiegelwelt oder so. Also, Zeron Spiegelwelt. nennt Spiegelwelt. Ja, das klingt auch sehr mystisch. Aber eigentlich ist es eine Parallelwelt. Also, da gibt es zwei Begriffe, glaube ich, für. Das ist. Okay. Das ist noch nicht so ganz des Sinnes. Ich nehme gerade auf zu deiner Information. Du nimmst gerade auf. Ja. Aha. Nein, nein, nicht, dass er das jetzt nicht verstanden hat. So. Genau, hier habe ich eine kleine Informationstafel der Großbaustelle des 300ers, nämlich des Türmchen soll der 300er Ah, heißen. schön, dass ich das sofort, dass du aufnimmst. Sehr schön. Ja, du warst ja gerade gemutet, deswegen habe ich auch schon erwähnt, dass du noch gerade beschäftigt bist. Naja, gut, okay. Gut. Also dann von mir auch ganz herzlich willkommen. Genau. Und der Baumschnitt 2 sozusagen, weil der Baumschnitt 1 war der Rohbau. Da gehen wir auch gleich mal nach oben und dass ich euch das von oben zeige. Und das werde ich schon bis Ende November hinbekommen. Der Aufnahmetermin ist wie gesagt am 19.11. Wenn ihr das hier das Upload, den Uploadplan von der 3. Novemberwoche noch nicht gesehen habt. Und hier unten drunter steht nochmal die BGSN, das ist die Baugenossenschaft Nordwehen. Genau. Und da sieht man auch von hier schön den Schriftzug. Super. Hier unten ist ja die Heide, Stadt der Heide. Und hier habe ich ein bisschen was vorbereitet. So, hier habe ich ein paar Bäume gepflanzt. Den in der Mitte habe ich mich nicht so getraut zu bauen. Genau, und das ist dann das Türmchen. Manche sagen dazu auch, das sieht aus wie eine Weihnachtspyramide. Menschen wie ich machen das. Andere haben mir gesagt, das sieht aus wie Musik. Musik? Musik? Wo kommt die Musik her? Ah. Entschuldigung. Und manche sagen, das sieht aus wie so ein Atom dort oben, also kann man so sehen, wie man möchte. Tut mir sehr leid. Genau, habe ich irgendwem vergessen? Genau, der Sonnenschein ist so ein Stern, habe ich hier geschrieben. Das ist natürlich falsch. Das Sonnen. Aber ich habe keinen freien Metaplatz. Das kriegt man gleich hin. Zack. Zack, zack. Hier war der Fazgard. Fazgard. Ich sag das immer falsch. Ja, falsch, ne? Ja. Ne? So, so, so. Ne, war schon richtig. War es richtig? Ich glaube. Ich glaube, es war richtig, oder? Ne, doch. Was? Wie? Jetzt? Ne, so. Ne, so. So. Ne, so. Ne, so. Na, ich lasse es jetzt so. Und der
Sonnenschein. Ich schreibe den irgendwie immer falsch. Ich sage immer Sonnenstern. So irgendwie eine Angewohnheit. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Genau. Der Ich Bin, auch dabei. Der Delfino, Tomcat und der Philipp. Philipp, hier kennt man von Philipps, hier Partnerkanal von mir. Könnt ihr mal reinschauen. Ist bei mir in der Abo-Box verlinkt. So. Genau. Alle sind da. Das sind 8 Personen, denkt ihr euch heute. Ne? Der Server ist nur für 6 Personen eingesehen. Es kann nämlich durchaus passieren, weil der Fastcut ja immer zur späteren Stunde erscheint. Und die Aufnahme fängt zu circa 17.30 Uhr an. Circa. Ich hoffe, das sind noch alle da. Kennt das ja immer von weit dahergeholt, dass manche immer spontan sich umentscheiden und da mal kurzfristig einen anderen Termin haben oder was Wichtigeres machen müssen. Kann man ja einsehen. Und für die 2 Plätze, wenn da irgendwer nicht kommt, oder beziehungsweise der Philipp, der hat nämlich hier noch einen Termin am Abend, da muss er wahrscheinlich frühestens auch weg. Oh, Telefon! Geh doch mal ran! Und der Philipp muss ja dann auch ja zum Termin frühzeitig und er kann dann die Anni oder der Fasker dann noch dazu stoßen, je nachdem wie das so ist. Ja, hier habe ich ein paar Truhen und da können wir gleich schon mal einsortieren. Unten ist Holz allerlei, ich glaube hier passt aber nicht mehr viel rein. Zack, 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 zack und da ist die Kiste auch voll. Ne, hier passt noch was rein, zack, zack, das, so. Okay, hier ist auch noch Holz allerlei. Guck mal, hier ist noch gar nichts drin. Tun wir den Rest mal hier rein. So, zack. Genau, hier oben ist Sand. So, tut mir leid. Hier ist Erde und Kies. So. Hier ist gebrannter Ton, den habe ich hier aus dem Lehmbion. Hier ist ein bisschen was zu essen drin. Das habe ich unten aus der. Kann ich euch mal kurz zeigen? Hier hinten, da. Da. Von dem Kartoffelfeld. Und das sind Truhen, dort wo jetzt mein Fadenkreuz ist. Und dort wo jetzt mein Fadenkreuz ist, auf der anderen Seite. Und ihr seht ja, hier sind einmal Trichter ringsrum, die in diese Truhen reingehen. Und da werden nicht nur Kartoffeln reingelegt von unserer Kartoffelhirtin, sondern. Upsala, falsche Rasse. Und. Die ganzen Bohnen, die hier rumstehen, die werfen sich gegenseitig Brote zu, weil das Weizenfeld ist ja auch direkt daneben. Und diese Brote, die sich zuwerfen, kommen auch immer mal in den Trichter, aber die 2 Doppeltruhen dort ratzepatze voll. Ja, so schnell geht das. Hier sind die Privattruhen sozusagen, die Ramschtruhen, ich habe irgendwas rangeschrieben. Genau, Entrümpeltruhen. Genau, hier war ich auch schon. Dann sind das hier die ganzen Bruchsteintruhen. Hier habe ich schon mal ein bisschen was gefarmt. Hier, da und hier kommt jetzt auch wieder noch was rein. Zack, zack, zack. Hier oben ist noch nichts drin, es kann ja noch mehr dazukommen. Und hier ist dann der Stein dazu. Ist ein bisschen wenig meines Erachtens nach. Ich werde wahrscheinlich die oberste Truhe, beziehungsweise ich werde dann noch eine Truhe machen. Oder ich nehme einfach noch eine... Oh, hier sind sogar noch 2 Doppeltruhen drin. Siehst du mal. Tun wir die mal so hin und so. Können wir die dann dort noch mit einfüllen. Hier ist eine kleine Truhe mit Kohleerze und Fackeln. Das C bedeutet hier Kohlefackeln, das R für Redstone Fackeln, wir für unten. Und da ist ja Kohle, Eisen und ein paar Diamanten. Ich habe ja auch noch ein paar Stöcke. Können wir eigentlich die Stöcke von vorn. Wo habe ich denn die reingelegt? Hier. Könnte ich ja mit hier reinlegen, da kann man sich Werkzeuge machen. Eine Schaufel ist schon hier. Habe ich wahrscheinlich schon irgendwann mal reingelegt. Hier sind Öfen, da kann man dann Sachen brennen. Für alle, die da sind, ist auch ein bisschen Kohle noch drin. Hier ist dann das Bettenhaus. Da habe ich schön ein Bettenhaus eingerichtet. Und da hat dann jeder Platz zum Schlafen, wenn es Nacht wird. Und es wird gerade Nacht, und da können wir uns ja mal schlafen legen. Ich glaube, irgendjemand habe ich vergessen. Nee, warte mal. Anni, Enrico, Fasgard, ich, ja. Delfino, Tomcat fährt. Genau, der Tomcat kommt ja auch noch.
Catch. Zack. Und legen wir uns mal schlafen. Und das geht noch nicht. Jetzt geht's schlafen. Nein. Ist eine Nachtwäsche. Oh, ich liege schon. Jo. Warum muss nur noch ich schlafen, Stein? Das ist das 8-Bit-System hier. Der 8-Takter, sozusagen. Sozusagen ist die normale Nachtwächteruhr, ne? Aber das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.